Einen besonderen Spaziergang hoch oben in den Wipfeln der Bäume bietet der Baumkronenpfad im Nationalpark Hainich. Der Hainich bildet das größte zusammenhängende Laubwaldgebiet Deutschlands. Ausgewählte Waldflächen wurden 2011 UNESCO-Weltnaturerbe. Urwald mitten in Deutschland. Hier kann sich die Natur wieder nach ihren eigenen Gesetzen entwickeln, frei vom Eingriff des Menschen. Abgestorbene Baumstämme bilden Lebensraum für viele Tier- und Pilzarten. Natur, Natur sein lassen, wird den Besuchern im Nationalparkzentrum besonders ansprechend vermittelt. Spielerisch lernen, das macht Spaß. Im Kreislauf der Jahreszeiten erneuert sich die Natur. Der Boden zu Füßen der Buchen ist im Frühling ein Ort der Farben und Düfte. Ab März entfaltet sich ein Blütenmeer mit dem wohlriechenden Lärchensporn und dem leckeren Bärlauch. Es gibt zahlreiche Wanderwege im Nationalpark mit spannenden Zielen. Die Betteleiche, ein knorriger Baum, um den sich Mythen ranken. Das Alter geschätzte 1000 Jahre. Der Hünenteich. Ein Refugium vieler Insekten, Vögel und Amphibien. In freier Wildbahn kaum zu beobachten, die scheue Wildkatze. Einblicke in das Leben des kleinen Raubtiers bieten sich im Wildkatzendorf Hütscheroda. Die Märchen- und Erlebniswanderung zur alten Silberbornlinde weiht den Besucher in Alrunas Waldgeheimnisse ein. Auf dem Skulpturenpfad wird ein spannendes Gegenüber von Natur und Kunst erlebbar. Im Urwald-Livecamp schlägt jedes Kinderherz höher. Tage und Nächte in der Wildnis. Den Blick schweifen lassen. Über Offenlandflächen, die sich der Wald zurückerobern darf. Der Nationalpark Hainich. Urwald. Mitten in Deutschland.